immer glauben viele, Bern habe 1191 seinen Namen von Herzog Berchtold von Zähringen erhalten, welcher die Stadt nach dem ersten Tier benannt hat, das hier erlegt wurde. Diese Geschichte stimmt nicht. Es war die junge Witwe Mechthildis, die mit ihrem Kind auf der Suche nach einer Unterkunft umherirrte. Die Kälte der Nacht durchdrang ihre Körper, Angst begleitete sie. Ein Wolf, hungrig, auf der Suche nach Essen, nahm die Fährte auf, um sich das Menschenfleisch zu holen. Wehrlos standen Mutter und Kind ihrem Schicksal gegenüber. Ein Bär hörte das Treiben und stellte sich dem Wolf entgegen. Ob dem Geschrei des blutigen Kampfes eilte der Herzog mit seinen Kriegern herbei und sah, wie der Bär vor Mutter und Kind stand. Die Krieger griffen zu ihren Waffen und wollten den Bären töten. Da rief Mechthildis: Halt! Schonet unseres Retters! Der Bär lief schwer blutend davon und deutete Mechthildis an, ihm zu folgen. Sie kamen zu einer Höhle, wo zwei Bärlein auf ihre Mutter warteten. Sterbenden Auges leckte die Bärin noch ein letztes Mal ihre Kleinen und verendete. Da sprach der Herzog: Ich will dein Erbe sein. Hier will ich eine Stadt bauen zur Zuflucht der Bedrängten. Bern soll sie heißen.